Die Kollegialitätsnegierung, der Bundesrat in der Krise, es gärt in Bern. Im Bundesrat und um ihn herum wächst die Zwietracht. Ausgerechnet die Mittepartei reitet eine ungewöhnliche Attacke auf den Bundespräsidenten. Auf Distanz, Bundesrat mit Kanzler auf der Bundesratsreise im Sommer 2020. Peter Klaunzer, Keystone. Bern hat wieder Tritt gefasst. Am Freitag ist der Bundesrat zu dritt vor die Medien getreten. Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der für Sanktionen zuständig ist, dürfte endlich selber über die Maßnahmen gegen Russland referieren. Karin Keller-Sutter sprach über die Flüchtlinge und Simonetta Sommaruga über die Gasversorgung. Man hangelt sich nicht mehr von Tag zu Tag, sondern denkt weiter und kehrt vor. Der Bundesrat, scheint es, hat sich gefangen. Es war höchste Zeit. In den ersten Tagen des Kriegs in der Ukraine hat das Gremium einen disparaten Eindruck hinterlassen. Trotz allen Vorwarnungen wurde Bern auf dem falschen Fuß erwischt. Kritiker aus der Verwaltung melden, weder Guy Parmelin und dessen Fachleute noch das Aussendepartement von Bundespräsident Ignacio Cassis hätten sich vertieft auf die Option eines russischen Einmarschs vorbereitet. Die Folge, wirre Kommunikation sowie ein unrühmliches Hin und Her bei den Sanktionen, all dies unter großer internationaler Aufmerksamkeit. Streit unter den staatstragenden Parteien. Der Knall kam am Dienstagabend. Ausgerechnet die traditionell freundliche Mittepartei lancierte einen heftigen Angriff auf das EDA. In einem Kommuniqué erklärte sie, es brauche mehr Kompetenzen im Aussendepartement. Die letzten Tage hätten gezeigt, dass hier noch dringender Nachholbedarf besteht. Anlass für das Misstrauensvotum ist der geplante Einsitz der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat in den nächsten 2 Jahren. Hier gelte es, aktiv mitzuarbeiten und notfalls schnell zu entscheiden. Dies traut die Mitte dem EDA unter Cassis offensichtlich nicht mehr zu. Wenig später haben Mitte-Parlamentarier unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit den Bundespräsidenten im Blick ganz direkt angegriffen. Wer sich in der Mitte-Fraktion umhört, bekommt tatsächlich teilweise große Vorbehalte gegenüber Cassis und dessen Entourage zu hören. Prompt sah sich die FDP veranlasst, ihrem Bundesrat zu Hilfe zu eilen. Sie zeigte sich befremdet über den scheinheiligen Angriff der Mitte. Die öffentliche Attacke sei parteipolitisch motiviert und völlig deplatziert. Dies wiederum sorgte in der Mitte für Unmut, die FDP denke nur noch an den Erhalt ihrer 2 Sitze im Bundesrat. Wenn FDP und Mitte streiten, stimmt in Bern etwas nicht mehr. Ausgerechnet die beiden Parteien zwischen den Polen, die für sich gern das Prädikat staatstragend in Anspruch nehmen, gehen öffentlich aufeinander los. Weshalb? Medienkonferenz gerät zum Fiasko. Dass manches schiefging, ist kaum bestritten. Trotz den Erfahrungen aus der Pandemie hat das Krisenmanagement anfänglich wieder nicht funktioniert. Am ersten Kriegstag reagierte Bundespräsident Cassis schnell und trommelte das Gremium zusammen. Im NZZ-Interview betonte er, nicht in jedem Land könne die Regierung bereits 7 Stunden nach Kriegsbeginn eine außerordentliche Sitzung abhalten. Doch die Sitzung wurde ungenügend vorbereitet, wie mehrere Quellen berichten. Es gab keine Anträge und es wurden auch keine Aufträge an die Departemente erteilt. Wenig überraschend geriet die anschließende Medienkonferenz zum Fiasko. Offenbar drängte die Bundeskanzlei auf den Medientermin, die Departemente hatten wenig Zeit zur Vorbereitung. Viel Kritik wäre ausgeblieben, wenn man mit dem Auftritt zugewartet hätte, heißt es im EDA. Die Spitzenbeamten, welche die Position des Bundesrats erklären sollten, trugen mehr zur Verwirrung statt zur Klärung bei. Als der Nachrichtendienstchef Jörg Bühler eine Frage nicht beantworten wollte, wurde er gefragt, weshalb er denn hier sei. Antwort, weil es seine Chefin, Verteidigungsministerin Viola Amherd, so gewollt habe. Am Wochenende kippte die Stimmung, wohl auch unter dem Druck der EU und der USA. Erst jetzt wuchs unter bürgerlichen Magistraten die Einsicht, dass alles andere als die Übernahme der EU-Sanktionen sich kaum mehr vernünftig kommunizieren lässt. Deutliche, wenn auch fragwürdige Anzeichen waren Ankündigungen der FDP-Bundesräte Keller-Sutter und Cassis, die den Entscheid vorwegnahmen. Eitelkeiten und Indiskretionen. Doch die Ukraine-Krise erklärt nicht alles. Die Probleme in Bern sind älter. Schon länger erweckt der Bundesrat einen fahrigen, unkoordinierten Eindruck. Betroffen sind wichtige Dossiers wie die Europapolitik sowie die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Vor allem das zweite Geschäft scheint viel Misstrauen gesät zu haben. Als bereits klar war, dass die Schweiz den US-Jet F-35 kaufen wird, sollen mehrere Departemente immer noch mit Frankreich verhandelt haben.
Egal, wo man fragt, bei Bundesratsparteien oder in Stäben der Departemente, die Diagnose klingt meist recht ähnlich. Das Gremium ist nicht in Form. Es funktioniert nicht als Team. Man arbeitet mehr gegen als miteinander. Was sind die Gründe für die exekutive Schwächephase? Die einen verweisen auf die unklare künftige Zusammensetzung der Regierung, die angesichts der nahenden Wahlen für Nervosität sorge. Allerdings ist eine Abwahl eines amtierenden Bundesratsmitglieds sehr unwahrscheinlich. Andere sehen das Problem eher bei der individuellen Eitelkeit der Sieben. Dass es Diskussionen darüber gibt, wer an einer Medienkonferenz auftreten kann, lässt tief blicken. Dann sind da noch die Indiskretionen, im Voraus publik gemachte Anträge, gezielt gestreute Mitberichte oder kolportierte Aussagen aus Bundesratssitzungen. Zumindest gefühlt haben die Indiskretionen seit Ausbruch der Pandemie stark zugenommen. Dass sie das bereits schlechte Klima weiter vergiften und das Vertrauen untergraben, liegt auf der Hand. Eine Frage des Willens. Hinzu kommt ein altes Problem: die Kollegialregierung ohne klares Oberhaupt, in der nichts läuft, bis der zuständige Departementschef aktiv wird, ist nicht auf akute Krisensituationen ausgelegt. Dies hat sich letztmals zu Beginn der Corona-Pandemie gezeigt. Hierin liegt auch ein kleiner Trost: es war schon schlimmer. 2009 zum Beispiel, in der Libyen-Krise, haben mehrere Bundesräte eigenmächtig und heimlich versucht, Schweizer Geisel zu befreien. Später haben die Geschäftsprüfer des Ständerats in ihrem Bericht zum Debakel einen schönen Satz notiert: der Geist der Kollegialität ist jedoch eine Geisteshaltung, die im Kollegium nur dann vorherrschen kann, wenn die Mitglieder des Kollegiums aktiv danach trachten. Davon ist heute wenig zu spüren.